Das Neujahr beginnt erfolgreich für die FH Aachen. Im Hochschulranking der Wirtschaftswoche haben drei Fächer besonders gut abgeschnitten. Also das ist Informationstechnologie, Platz 3, Maschinenbau, Platz 1, Elektrotechnik, FH Aachen, Platz 1, bundesweit. Hey! Beim Neujahrsempfang der Hochschule blickte der Rektor Professor Dr. Markus Baumann aber vor allem auf das vergangene Jahr 2017 zurück. So stellte er einige erfolgreiche Forschungs- und Studierendenprojekte sowie Aktionen vor. Darunter die erfolgreiche Teilnahme am internationalen Robotikwettbewerb MBCIC in Abu Dhabi. Team Aachen will go crazy, look at the scenes! Der Weihnachtsbaum im Windkanal und der Hackerangriff auf die Haussteuerung von Soptim. Gratulanten beim Neujahrsempfang waren Oliver Paasch, Ministerpräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, und Dr. Margrethe Schmer, Bürgermeisterin der Stadt Aachen. Der Schwerpunkt ihrer Grußworte lag auf den Kooperationen der Hochschule. Wir sind fest entschlossen, die hohe Qualität unserer mittelständischen Ausbildung in Zukunft zu halten und nach Möglichkeit auch zu steigern. Das aber wird uns nur mit Hilfe von Partnern aus anderen Regionen gelingen. Und deshalb freut uns dieser Schulterschluss mit der Fachhochschule Aachen. Im Februar 2016 haben die Fachhochschule und die deutschsprachige Gemeinschaft ein Kooperationsabkommen geschlossen, von dem wir bereits nach kurzer Zeit mit Fug und Recht behaupten können, dass es sich dabei nicht um eine vage Absichtserklärung, sondern um ein sehr konkretes Arbeitsprogramm handelt. So hat die FH Aachen inzwischen am Robert-Schumann-Institut in Olpen eine Anlaufstelle eingerichtet, um ostbelgische Schülerinnen und Schüler über das Studienangebot der Hochschule zu informieren. Den Studieninteressierten aus dem Nachbarland wird dank der Kooperation das Bewerbungsverfahren an der FH erleichtert. Auch die Stadt lobte die Zusammenarbeit mit der Fachhochschule. Aachen profitiert enorm von der Fachhochschule durch seine immer wieder steigende Anzahl von Studenten, die Aachen zu einer jungen, dynamischen Stadt macht. Die Absolventinnen und Absolventen wolle man in der Region als Fachkräfte halten. Daher sei die enge Vernetzung der FH mit regionalen Unternehmerinnen und Unternehmern wie Alexander Wilden und zahlreichen anderen Partnern aus der Wirtschaft entscheidend. Neben den wirtschaftlichen Kooperationen profitiere die Stadt auch von den wissenschaftlichen. FH und RWTH kooperieren auch in wissenschaftlichen Projekten vielfach. Ich nenne nur eins, nämlich dieses E-Flying, ein neuer Campus für elektrische Luftfahrt, der in Merzbrück angesiedelt werden sollte. Am Ende des offiziellen Teils der Veranstaltung überraschte der Rektor die Gäste mit seinem musikalischen Können. Am Keyboard begleitete er Full House, die Big Band der FH, die 2017 ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert.